und herzlich wieder Mach du, Alter. Jawohl, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Crew Beta. Alter, der Crew, der Troy will jetzt, dass wir am Stiesel sind. Der Daniel ist nämlich auch am Stiesel heute. Genau. Und wir spielen ein bisschen The Crew. Immer noch die Beta. Leider ist immer noch keiner in der Co-Obsession dabei, deswegen machen wir es. Ich habe schon da keinen Plan, was ich machen muss. So, Solo machen wir es. Jawohl. Solo. Jawohl. So geht's ab. Der Troy ist unser Verbindungsmann in der Crew, aber er ist nicht von den Cops, sondern an den pirschen wir uns so ran und verdienen uns sein Vertrauen, weißt du, und dann zerlegen wir die ganze Crew einzeln, Alter. Alter, ist das hinderlistig. Ja, klar. Richtig badass. Und jetzt erstmal vor den Cops weg, mit unserem geilen Nissan. Und los geht's. Die Cops am Stiesel. Also so auf den ersten Eindruck, was ich so sehe, Grafik, Bombe. Und ja gut, von der Story weiß ich ja noch nicht allzu viel. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Freue mich, dass ich mitspielen darf. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig geil. Lose these cops, also jetzt in der kleine Polizei-Action-Schmeckchen. Yo, Alter, und die sind schon richtig krass dran. Na komm, wer will was von mir? Haben sie doch. Boah, ja, ich kann sie nicht rammen. Das doch, ist echt. Du hast das Auto gerade auch gerammt. Okay, dann ramm ich sie. So, Most Wanted Style, Alter. Most Wanted Style. Komm, geh weg hier. Bam, jawohl. Ganz klasse. You're under arrest. Ja, wie ist mir gerade mein Schein, ist die Lenkung wegen schwierig. Kann ich sagen. Ja, ist es auch. Seht ihr, Leute, also bin ich nicht zu blöd zum Fahren. Meine Güte. Ja, okay. Weißt du, wir zwei alle Most Wanted und Need for Speed. Der so kam aus nichts. Wir wissen genau, wie wir lenken müssen. Genau. Und ich sehe, ohne dass ich das Spiel gespielt habe, dass die Lenkung hier sehr schwierig ist. Der ist neu. Ja. Guck mal, der ist neu. Das fährt man jetzt so. Das ist modern. Und das hat man nicht gebraucht. Psst. Der labert gerade was. Ach so. Jawohl, wir haben es abgehängt, ey. Mission complete. Bestes Auto. Ja, klar, du. Silbermedaille Hammer ist besser. Ist besser als Bronze, ja? Silber ist besser. Weisheit des Tages. Hashtag Silber ist besser als Bronze. Bonus Grip. Und guck mal, also jetzt können wir hier, wenn wir neue Teile gewinnen, können wir die gleich entweder Auto-Equipment, das heißt, die wird sofort in das Auto reingebaut. Oder wir können es in den Headquarters senden, also in unser Hauptquartier, das unter der Tiefgarage ist. Bestes Hauptquartier. Oder wir können uns die Teile erstmal anschauen. Wir machen natürlich Auto-Equip. Und weißt du, was ich gesehen habe? Man kann per Handy sein Auto auf der Straße pimpen. Das ist richtig cool, einfach nur. Gibt im Ranglistensystem, das Spiel ist komplett online. Wir machen es gerade solo, weil. Verstehst? Weißt hier. Ja, ist ja. Explain, ne? Ja, du erschuldet uns was, der Typ. Haben wir den Kollegen mal abgesetzt. Anything to report? Just save Troy from a stretch in jail. Same old, same old. I'll pick him up when you've got your ink. Stay on mission. So, und jetzt sieht man hier gleich ein Feature. Wir sind hier bei einer Sehenswürdigkeit, wie man hier sieht. Jetzt können wir unser Auto mal so cool davor cruisen, so, warte, weißt du, so. Zack. Jetzt kann man... Troy's new driver, huh? Looking for that 510 ink? Who's this? Your replacement. Unless you beat me on the track. The location's on your map. Sein Möchtegerner, der uns herausfordert, Alter. Jetzt lass mich doch erstmal in Ruhe meinen Touristenjob sehen. Hier rechts sehen Sie das... Wow, geile Kamera auf jeden Fall. Hier rechts sehen Sie das monumentale Bauwerk von... Verdammt! 1874. Genau. Hier, da kann man auch was lernen über Detroit, ja, Freunde? Eben. Das ist zwar die Stadt, aber... Oder? Detroit ist die Stadt, ja? Ja. Und das steht in der Stadt. Schön monumental, ist toll, ich habe aber keinen Bock, ich will jetzt racen. Wahnsinn, Scheiben gerade eben. Also die Scheiben sind die waren neu. Alle, die waren alle picobello sauber. Da hat der Fensterputzer alle Arbeit geleistet. Alter, Menschen gibt's ja auch, ja. Das Navi ist ja geil. Das, wie gesagt, das, siehst du, Daniel, du sagst, wir sind einfach Brüder, Alter. Ohne Spaß. Der sagt genau das, was ich auch in der ersten Folge festgestellt habe. Und der Daniel ist ja jetzt erst zu mir hergekommen, das heißt, wir haben uns nicht abgesprochen. Oder vielleicht doch? Nein, haben wir nicht. Ganz sicher nicht, meine Freunde. Und er findet das Navi auch geil und ich auch so. Aber das Schlängel ist natürlich nur noch irgendwie bearbeiten, das mit dem Schlängeln, ne? Also wir sind ja quasi für die wie Game-Tester. Richtig, Beta-Tester ist, dass wir das Spiel austesten und dann... Kritik schreiben. Genau. Also nicht schreiben, aber
Yeah. Okay. Dead und Break, Alter, hast du diese Bremsen gesehen? Ja, Mann. Alter. Okay, 16.000 Punkte müssen wir erreichen, dann kriegen wir eine geile Goldmedaille. Und Hashtag Gold ist besser als Silber. Genau, Alter. Und Bronze. Oh, Gold größer, Silber größer, Bronze. Winner gets a promotion. Loser takes it as a life lesson and this argument is over. Seht ihr, Freunde, hier lehnt man auch noch was fürs Leben, wenn man verliert, ja? Hier sind wir alle Sieger. Jetzt geht's los, Alter. Wir freshen den Typen, Alter. Hast du Nitro? Nee, aber es ist ein Drag Race. Yo, was ist los mit dir? Guck mal, voll der Lappen. Also, da, Freunde, muss ich sagen, das werde ich mir auch gleich aufschreiben. Das ist ein bisschen billig. Ich habe gerade nur meine vordere Taste gedrückt und das ist irgendwie ein bisschen billig. Man müsste schalten. Also, das sollte man schon machen. Ja, also ansonsten ist billig. So wie in Underground 2. Genau. Aber wir haben die Stufe 5 erreicht und haben, oh, guck mal, haben schön 25 Impact gekriegt. Geil, das verbessert unser Auto. Haben wir wenigstens Gold gekriegt? Silber. Was? Silber. Wir haben nur davor gedrückt. Richtig. Wie sollen wir dann Gold kriegen? Man muss halt irgendwie, ich habe Fettkohle, ich glaube, ich habe das noch nicht benutzt, aber man kann die Rennen ja dann nochmal machen. Also man kann das so lange spielen, bis es auf Gold ist. Ja, aber das ist doch Schwachsinn. Ist doch Schwachsinn, wenn man das erst sich kaufen muss, dass es auf Gold ist. Nee, ich habe... Also, dass man es halt... Ja, klar. ...nicht auf Anhieb gleich kriegt. Ja, aber... Now listen, I own Detroit. No question about that, so I'm branching out. Head down to St. Louis. I got some things I need you to do. Ich werde immer unterbrochen. Bester Mann einfach nur, ey. Okay, wir müssen nach St. Louis. Alles klar. St. Louis, wo der Blues regiert. Good. Troy's moving on St. Louis and I'm his weapon of choice. Looks like you've got a road trip ahead of you. Set a waypoint for St. Louis. I'll keep tracking you from here. Oh, and be careful around Troy. He's got a bad rap sheet. Great. I'll be in touch. So, alles klar, Kollege. Wir fahren jetzt down to St. Louis. Ich hab keinen Bock mehr, einen Wegpunkt zu setzen. Ich mach das jetzt einfach so. Ich stiesel jetzt einfach hier entlang. Guck mal, ihr habt auch keinen... Dreh mal das Ding richtig hoch. Wir haben ja hier MPH. 140 MPH müssten, glaube ich, so. Yeah! Straight ins Haus rein. Ich fall mit der Tür ins Haus. Ja. Wie die Bahn, Alter. Eine Meile ist ja 1,6 Kilometer, ne? Oder 1,3? Nee, 1,6, hast recht, ja. Heißt, dann sind 140 mph. Rechnet's aus und schreibt uns, Leute. Hier, Daniel. Irgendwas mit 200, genau. Glaube ich. Oder hier, Daniel, das ist so ein Speed-Event. Hier muss man Slalom fahren. Einfach während ich nach St. Louis fahren muss. Also das heißt, du kannst einfach mal was starten, während du schon einen Auftrag hast eigentlich. Aha, das ist ja geil. Und es gibt da so verschiedene... komm schon. Yo, wir haben auch mal. Da war die Goldmedaille übrigens. Wir haben übrigens die Cops am Arsch. Das heißt. Ja, schade, Marmelade. Ey, krieg ich Gold oder was? Bronze? Yo, wahrscheinlich. Silber! Gold! Jawohl! Oh. Erstmal rein crashen, Alter. Oh, ich bin ja bei Cops. Verdammt! Aha. Alter, bester Mann, ich hab's erstmal gezahlt. Your car is wrecked. Ja, kann sein. Yo, Alter, ich wollte gerade mein schönes Teil ausrüsten, weißt du? Und dann arrestet er mich erstmal. Gut, dann gehen wir ganz kurz. Kleinen Zwischenstopp. Wir machen einen kleinen Snack hier natürlich. Gehen wir mal kurz ins Headquarter. Wir entern es. Also du kannst entweder ein GPS dahin machen, du kannst dich direkt davor porten oder du kannst es gleich betreten. Das ist praktisch. Das gab's, glaube ich, bei Carbon mal, da konntest du mit sofort zu den Autohändlern springen. Das war auch immer sehr praktisch. Habe ich auch, fand ich, gut. Das freut mich. Genau, jetzt haben wir hier mal den Workshop, wo du an einem aktuellen Car arbeiten kannst. Hier hast du die Collection, jetzt erkläre ich dir das mal kurz. Du hast hier die Autos, die du noch kaufen kannst, sowas, ne?
Ja. Und dann hast du hier Street Kid, Dirt Kid, Perf Kid, Raid Kid, Circuit Kid. Und das sind diese Kits eben für unterschiedliches Terrain. Hier haben wir das Street Kid und das Full Stock. Das heißt, Full Stock ist ganz schön Standard. Braucht keiner, will keiner, ist langweilig. Street Kid, das benutzt du auf der Straße, wenn du in Städten fährst oder zwischen Städten umher. Ne? Mhm. Und hier kannst du dann eben noch übelst die Autos kaufen und sowas. Also richtig cool. Hier gibt's Perks bei der lieben Zoe. Hier kann man sich so Upgrades kaufen, zum Beispiel, dass man, was weiß ich, dass man schneller repariert, was es da alles gibt. Ich habe keinen Plan, was es da gibt. Aber da kann man das auf jeden Fall kaufen. Ja, Getriebe und Motor und so, oder? Nee, das kann man im Workshop machen. So Perks. Ach so. Zusätzliche Upgrades. Da kann man seinen Fortschritt sehen. Und was das ist, habe ich keinen Plan. Kit Car, Alter. Vielleicht keine irgendwie Ahnung. Lackieren oder so. Nee, das kann man alles hier machen. Hier, wir haben Performance Upgrades, Alter. Oh. Richtig cool. Oha. Das sieht geil aus, oder? Ja. Mit dem Motor. Das ist echt schön gemacht. Hier im ECU. Oh, guck mal, da haben wir doch einen Bonus-Speed bekommen. Jetzt haben wir im ECU nochmal ein kleines Upgrade. Und wie gesagt, aber ansonsten habe ich, glaube ich, alle eh schon eingebaut. Ich möchte mal Nitro eigentlich am Start haben. Das wäre eigentlich ganz schmackhaft. Sieht geil aus, ne? Also ja. Ich finde es richtig cool. Geh mal auf Kit Car, bitte. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, das sind so Spaßautos oder was? Weil da gibt es auch noch gar nichts. Schau, hier, Fullstock. Ah, wir müssen Autoteile finden und dann dieses in der ganzen Midwest. Und dann können wir das Auto zusammenbauen, ja. Alter, das ist ja cool. Kit Car. Alles klar. Dann nehmen wir uns das mal als zusätzliche Aufgabe. Aber jetzt fahren wir erstmal nach St. Louis. St. Louis. Wir sind schon bescheuert, Alter. Hast du den gesehen, Alter? Einmal die Tüte aus der Hand fahren. Geil, Alter. Was du da kaufst, ist Schrott. Oh ja, guck mal, wie die joggt, Alter. Wo? Rechts, warte. Weil wir eh ein bisschen Nitro verschaffen. Lauf schneller! Jetzt ist es schneller. Jetzt ist aber ganz schön schnell gelaufen. St. Louis, wo ist St. Louis? Yo, also hier, ne? Gibt's überall Car-Tuner und Autohändler. Alter, lass mal nach Las Vegas fahren. Ja, das ist eben das Coole. Auch auf der Gamescom, du konntest einfach... Da ist St. Louis, genau. Und dann fahren wir jetzt dahin. Set Waypoint. Da können wir jetzt nicht hinspringen, weil einfach wir die Karte da noch nicht erforscht haben. Deswegen fahren wir jetzt mal nach St. Louis. So. Alter, wieso ist das Auto jetzt auf einmal so triggert? Ja, wir waren hier auf der Wiese. Hat geregnet, aber. Während ich auf der Karte was ausgewählt habe, hat es geregnet und dann wieder nicht. Dann hat es wieder aufgehört. Oh, dürfte ich vielleicht mal hinfahren? Oh ja, der Daniel. Ich will nur Daniel, mal fahren, steig an, Mann! Okay, warte. Ich gleich mal testen. Kamera. Kann man einen Wheelie hier machen? Ein Wheelie, Alter. Alter, das müssen sie auch beheben. Ein Burnout. Hat drüben mal Handbremse? Yeah. Ja. Naja, du darfst keine Bremse drücken, ne? Nee, mein. Egal. Und los, Stießen! Und war denn eins noch gegen Donuts? Ach so. Das Spiel ist scheiße. Das müssen wir denen sofort schreiben. Es gehen keine Burnouts, keine Donuts. Das Navi wackelt zu euch. Was ist das? Einfach fahren. Einfach fahren und auf der Strecke bleiben. Mhm. Einfach fahren. Dann kriegst du Points. Alter, das Ding, das wackelt ja wie Sau. Das hat ja überhaupt kein Händchen. Richtig, genau, das ist es. Und deswegen, also der 370Z hat aber echt noch Handling dafür, ganz ehrlich. Also. Nein, Madonna! Ich hab doch rübergelenkt. Ah, nur Bronze. Du Lappen. Was ist denn das? Ich muss mir erstmal an die Steuerung gewöhnen. Genau, das musste ich auch. Ja, du bist tot. Spiel vorbei. Okay. Peter Key verloren. Nein, Spaß. Cool. Daniel, ich weiß nicht, wie die Folge heißt. Daniel stieselt nach St. Louis, Alter. Convert to Bucks. Ah, 4 Bucks, toll. Richtig viel. Fahr nur weiter, das ist so wie Handy am Steuer. Hi, Madonna. Ey, Daniel, du musst da rechts lang. Keiner braucht die Straße. Brems. Du kannst da rausfahren, oder? Ja, du kannst da rausfahren. Bester Mann, du einfach nur... mal an die Handbremse. Ja, das ist einfach zum Gefühl, weißt du? Du brauchst die Handbremse wahrscheinlich nie, ziehst du nie an, aber einfach zum Gefühl. Seht ihr, Leute, also habe ich doch recht gehabt. Das ist erstmal, es ist gewöhnungsbedürftig. Ich selber, bei Most Wanted bist du so... Ja, aber Most Wanted ist jetzt auch schon eine ganz schöne Zeit her. Du darfst nicht zu krass lenken.
Ja, ich habe gerade Handbremse. Achso, okay, das erklärt einiges. Aber mich hat nie aus der Kurve gehabt. Der hat die Kurve noch gekratzt. Weg, wow. Weg mit euch! Ja, mit Handbremse lässt sich ein bisschen leichter fahren. Ja, ja. Ich glaube, da vorne ist eine Sprung-Challenge. Ja, fahr mal da durch. Und dann musst du da, wo Jump steht, musst du hinfahren. Ja, die sind ja lustig. Bester Mann. Bester Mann, einfach nur. Ja, Jump, jetzt sofort rein. Hey, wo ist denn das Jump? Jump, oh, okay. Okay. Ja, mach mal Radio an, Janni. Es ist schon die ganze Zeit Radio. Ist doch zum Kotzen, wenn man nichts hört. Sagt der Typ ohne Kopf. Mach mal Radio an. Dead Drift. Ja, ja, das sah schon ganz gut aus. Durchs Feld. Durchs Feld, Alter. Der klaut den Bauern die Rüben. Aber wie gesagt, du musst nicht auf der Straße fahren, du kannst auch Offroad fahren. Da ist ein Haus daneben.